Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls Remastered, Part 93. Tja, in dieser Folge wollen wir es ja mit Ornstein und Smaug aufnehmen und dafür muss ich zunächst erstmal ein paar Sachen verändern, ne? Denn die Jungs sind ja so ein bisschen empfänglich für Pyromantien und deswegen stimme ich diese auch ein. Ja, die Träne möchte ich gerne trotzdem aktiviert lassen. Die ist ganz nützlich an sich. Schwierig ist nur dieses ganze Umgeschalte immer, ne? Immer dieses Hin- und Hergeschalte. Ich glaube, innere Kraft werde ich nicht verwenden. Das hauen wir mal raus. Ja, Blitzspeer wird gar nichts bringen. Also die sind selber relativ unempfindlich gegen Blitz. Aber bei Pyromantien, da hört es bei denen echt auf. Nur welche? Ist die Frage, ne? Welche werde ich verwenden? Großer Chaosfeuerball ist nicht schlecht, der macht auch Schaden durch Lava am Boden. Aber wir können, na doch, wir brauchen zwei Slots dafür, das ist blöd. Feuersturm, Feuerorkan, Chaossturm, alles sehr gut, sehr effektiv. Ja, Chaossturm hält nicht lange an, aber macht jede Menge Schaden. Jo, braucht zwei Slots, wie es aussieht. Ja, ich glaube, da mache ich noch die eine Murmel weg da. Wie kann ich das jetzt verändern? Okay, nochmal. Zauberein einstimmen. Genau, jetzt kann ich es nochmal auswählen, warum ich das gerade nicht konnte. Keine Ahnung. Gut. Was nehmen wir denn noch? Also Chaos, der fällt schon mal weg, der Chaos Feuerball zumindest. Nehmen wir den großen Feuerball. Da können wir auch relativ viele. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich habe nur 4 Aufladungen damit. Alles klar, Leute. Ja, naja. Was soll's? Dann rüste ich nochmal die Hand aus. Die Chaos-Hand hier. Für meine Tierhand. Wo ist sie denn? Natürlich ganz unten wieder, ne? Naja. Geht. Pyromantieflamme plus 5. Das ist auch schon die Chaosflamme. Ne? Also die hat leider dieselbe Bezeichnung wie die normale Pyromantieflamme. Und ja. Okay. Oh Mann. Da besteht natürlich die Gefahr, dass ich mich wieder total verzettele. Ich versuche einfach mal mein Bestes, ne? Okay, Leute. Na denn, würde ich mal sagen, auf den Kampf. Ach ja, hier steht ja noch so ein oller Ritter rum. So, hier konnte ich ja irgendwie abspringen. Wo war denn das? Ne, hier noch nicht, ne? Da. Ah, ne. Doch. Haha. Klappt doch. Na also. Hier ist leider kein Leuchtfeuer auf dem Weg dahin. Zu den beiden Jungs. Lalalalala. Lässt er mich in Ruhe? Ja. Echt nett. Oh, ich kann jetzt. Ja. Och, das. Warum nicht, wa? Ach klar, das mache ich. Ich habe ja bereits bewiesen, dass ich den Typen gewachsen bin. Ich meine, jetzt erst recht, ne, mit der finsteren Träne. Wenn man da nicht eklatant was falsch macht, dann geht das eigentlich. Aber gut. Ein bisschen Hilfe hole ich mir jetzt trotzdem. Wollte ich ja eigentlich auch machen im zweiten Durchgang. Da habe ich jetzt noch gar nicht großartig genutzt, diese Option. Aber ja, diesmal werde ich es nutzen. Aber erstmal heißt es hier Silberritter schlachten. Ich glaube, da bringt die okkulte Waffe mehr, ne? Sag mal, bist du empfindlich gegen Okkult? Ja, weil die ja eigentlich von der guten Seite der Macht sind, rein theoretisch. Oh Gott. Ja, super. Ah, ich möchte ja nicht gleich, dass die meinen Ritter wegschnitzeln. Ne? Boah, was die aushalten. Ich hab da 1000 auf die eingeschlagen, ja. Wow, na gut, ist egal. Jo, komm bitte. Oh, das war nicht gut. Scheiße.
Ich hab Angst, Mami. Ja, okay, jetzt gehen sie aber auf den armen Soler los. Jo, ausgewichen. Soler, komm. Komm, Junge. Lass dich nicht ablenken. Komm, schnell. Hier bin ich. Ja, er ist clever. Ey, cool. Die haben die KI verbessert von dem, oder? Ah, na wohl, nein. Doch nicht. Oh, der ist doch irre. Ey, das macht den nichts. Komm hier, hier. Oh, scheiße. Die fletschen den. Na, was soll ich machen? Puh. Oh, ich lasse die Sequenz trotzdem nochmal ablaufen. Die ist so schön ikonisch. Oh, Mann. Ich hoffe mal, der kommt noch mit. Ja, diesmal müssen wir Ornstein zuerst besiegen, damit wir, glaube ich, ne? Ja, doch, Ornstein, was leichter ist. Weil er ist relativ schnell. Ah, er kommt, glaube ich. Er kommt. Unser Freund. Oh, hat ja viel gebracht. Hat ihn gekitzelt. Ist er nochmal vorbeigeschossen? Also einmal verstehe ich ja, aber. Geil. Schöne Scheiße. Magie, ja, trifft irgendwie nicht. Mann, ich möchte Ornstein haben. Scheiße, Soler ist Brei. Los! Na endlich, ey. Ach, scheiße. Gut. Gott, das war... Schleift noch ein bisschen mit seinem Kumpel. In einer sehr bedenklichen Pose. Oh je, jetzt wird er ein bisschen heftiger. Und schneller vor allen Dingen. Ja, ich freue mich. Groß ist er ja ohnehin. Viel größer wird er auch nicht mehr. Ich sehe den nicht. Ha? Geil. Natürlich. Volle Lebensenergie hätte er aber auch so gehabt, ne? Dreist, wenn wir ihn ein bisschen getroffen hätten. Gut, könnte ich jetzt machen, ne? Oh, das dauert zu lange. Nein. Ich versacke, ich verzettel mich immer. Na komm, hau mal zu. Ich muss erstmal irgendwas machen, Junge. Bevor ich hier was meinerseits was machen kann. Oh, das fletscht mich fast instant. Sauf! Gut. Also Feuer bringt ja nichts. Dann versuche ich es mal mit der finsteren Träne. Oh, Junge. Ja, das bringt auch nichts. Ich weiß nicht, was... Oh fuck. Es irritiert mich, wenn ich den Gegner nicht sehen kann. Ah, er kommt näher, ich höre ihn, ich die Erde bebt. Jetzt rennt er auf jeden Fall. Ich kann jetzt leider den anderen Finger nicht benutzen. Um die Kamera zu drehen. Okay, ich fliehe mal. Alter. Warum treffe ich den Zwerg nicht? Ah, ich wollte auch nicht rollen. Ich wollte eigentlich nur rennen. Todesmutig. Ah, das... Warum rollt der zweimal? Also die Steuerung macht mich irre hier.
Oh, ich habe ihn getroffen, aber weg, 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 weg. Ja, ich wusste, was er macht. Ich kenne ihn ja. So langsam. Langsam ist gut. Eigentlich zu Genüge. Boah, Junge. Nein, nicht das. Boah, das war immer noch nicht. Nein, weg! Ah, ich kam nicht mehr weg. Ey, das dauert alles zu lange. Das dauert echt zu lange. Oh, fuck. Ja, und Solea musste ja mit den Rittern da kämpfen. Keine Ahnung, rumspielen. Geil. Hol ich ihn nochmal? Eigentlich macht das keinen Sinn. Der ist echt zu blöd. Ich dachte, die KI, also für den ersten Moment dachte ich so, wow, wie clever hat er sie umlaufen und alles. Und dann, nein, ballert er auf die. Immerhin aus einem gewissen Abstand heraus. Ja, was bringt's, ne? Ich versuch's nochmal. Ach man, ey. Das lief eigentlich ganz gut, aber irgendwas war blöd. Irgendwas war blöd. Und zwar die Pyromantien. Eigentlich sind sie gut. Aber die brauchen zu lange. Es dauert viel zu lange, bevor ich mich denn überhaupt nähern kann. Na gut, Magie dauert genauso lange. Also wenn es danach geht, ja, also kann ich eigentlich auch vergessen. Aber das hier kann ich raushauen. Was sollst du eigentlich löschen? Na gut, nehmen wir irgendwas anderes stattdessen rein. Was, weiß ich noch nicht. Heilung? Heilung brauche ich eigentlich nicht. Also das war zumindest das, was mir überhaupt nicht gefehlt hat in dem Kampf. Ich sollte mich vielleicht auf meine Wunder berufen. Cool. Seelenfeuer ist ja auch nicht schlecht, ne? Den kann man aus einer schönen Distanz heraus abfeuern. Mhm. Da kann ich sogar noch was nehmen. Also alles, was aus Distanz abfeuerbar ist, sollte ich jetzt nehmen. Hä? Okay. Zweimal großer, schwerer Seelenpfeil. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Gut. So, mit der Sprung nochmal gelingt hier. Kommt der gleich hinter mir hergehechtet. Haha, gleich beim ersten Mal. So muss es sein. Okay, okay, oh scheiße, jetzt habe ich mich nicht, naja, ist egal. Ich versuch's mal alleine jetzt, ist jetzt wurscht. Ich versuch mal mein Bestes zu geben. Oh, ich dachte, hier heult ein Wolf, aber ist ein Hund. Ich versuch mal die Tür hier aufzumachen, wo das eigentlich jetzt für ein A ist, für ein Pop ist. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Oh, gerade in dem Moment attackierst du mich, ja? Du Schweinebacke. Oh, da oben ist schon der Ritter und wartet mit seinem Bogen. Der größer ist, doppelt so groß wie er selbst. Wo ist denn der andere Typ eigentlich? Ach, da. Oh, ne, der macht die 360-Attacke. Ich hasse es. Oh, und er, die aufstehen immer. Oh, fuck. Oh. Ich lebe noch. So, ach scheiße, Mann. Ja, ja. Komm. Das Problem ist, jetzt attackieren sie mich von vorne rein. Was auch immer mich jetzt gerade getroffen hat. Lass mich raten, das war der Bogen, ne? Weg! Wow. Ich hab die Seelen. Hä, warum hab ich denn so wenig? Scheiße. Scheiße, wenn er jetzt ballert, bin ich weg. Pff, irgendwas hat mich getroffen. Weiß nicht mal was, der Hammer oder was? Boah, ich fühle mich hier wie ein... Wie ein Panzer, ey. Boah, scheiße, Leute. Das kann ja nur in einem Desaster münden, ja? Nun mach doch mal! Oh, ja, diese Attacke! Nee.
Na endlich, er ist weg. Gut. Puh. Okay, und jetzt geht der Kampf erstmal richtig los. Ich muss nur treffen, wie gesagt. Das ist alles kein Hit hier. Ich glaube, da bin ich ein Instant. Also da bin ich instant weg. Wenn der mich mit der Sprungattacke erwischt, da brauche ich mich hier keinen Illusionen hingeben. Ey, scheiße, wo ist er denn? Ach, da. Boah, fuck it. Aber wenn die Erde so bebt, rennt er, ne? Ja. Ja, lass dir Zeit. Oh, immerhin, ich habe ihn getroffen. Ich werde mich trotzdem heilen. So, okay, jetzt versuchen wir das mal. Oh Mann, ey, der hat ja so viel verloren, nicht. Ey, warum kann ich den nicht anvisieren? Jo, geil. Voll toll, wie man den trifft. Nicht. Ja, jetzt konnte ich auch nichts mehr machen. Einmal am Boden, denn... Scheiße, Alter. So wird das nichts. So wird das nichts. Ey, das ist ein Mist, oder? Ja, du tolle Hilfe, du. Das hat ja gar nichts gebracht. Vielleicht sollte ich ihn echt auf herkömmliche Weise mit dem Schwert beasen. Ich weiß es nicht. Ah, das ist auch scheiße, dass der Zauberstab schon von Hause aus so viel Ladung wegnimmt, im Grunde genommen. Ne? Also, wenn ich ihn ausfülle, seht ihr, habe ich nur noch die Hälfte an Ladung zur Verfügung. Scheiße. Ach Mann, jetzt mache ich noch so einen dummen Fehler hier. Hau ab. Lass mich in Frieden. Problem ist, hier oben sind ja auch noch welche. Naja, okay, muss ich doch nochmal mit dem fighten hier. Auch ein bisschen Platz. Ja, ich kann ja eigentlich parieren, ne? Sollte ich mal machen. So, Junge. Hab die Schnauze voll hier von euch. Na also. Okay. Oh, die bringen ja auch 3000. Das ist ja Wahnsinn. Da braucht man ja auch, ne? Sonst könnte ich hier erst zum St. Nimmerleinstag nochmal aufsteigen. So, waren jetzt... Ach, da... Ich bin so latent genervt. Mann, nicht rollen, springen. Ey, die Steuerung, die ist so ätzend. Ich habe die gar nicht so ätzend in Erinnerung. Ja, ja, wäre jetzt schön gewesen, wenn ich noch durchgefallen wäre. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach komm, jetzt direkt dahin jetzt. Schauen wir auf zu spielen hier. Und machen die Typen jetzt platt. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ihre pure Anwesenheit versetzt mich in Rage. Komisch, zu zweit scheinen sie mir weniger Probleme zu bereiten als denn der eine, der große, der, ne? Mann, du geh rein! Endlich! Rauf auf ihn! Oh, was ist denn das? Ihr habt's gesehen, ne? Ihr seid meine Zeugen. Der steht daneben und wird nicht angegriffen. Ja, geil! Und was die an Schaden machen? Ja, die sind hier wirklich krass. Also die sind hier wirklich next level. Boah. Rauf! Oh nee. Oh nee. So, das ist nichts. Ja, scheiße. Mann, der kloppt mir immer in den Rücken. Ach, scheiße, ey. So ein Mist hier, was ich hier mache. Muss denn? Na also. Oh. Jetzt habe ich ja wieder keine Ladung mit dem anderen Teil. Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Zu nah will ich ja an den Smoke auch nicht rangehen. Da muss ich mir echt einen Plan ausdenken. Hm. Am besten ja, immer um die Säule herum oder so. Weil über die Säule kann er nicht schlagen. Maximal ein bisschen darüber hinaus. Aber selbst wenn die so kaputt sind, diese Säulen, ne?
Ja, erstmal versuche ich es mit der Träne. Ihn ein bisschen anzulocken. Wenn er zuschlägt, kann ich... Boah. Ja, ich hab ihn mal toll getroffen. Ey, Leute. Ja, eine Ladung kann er noch vertragen. Ah, das war jetzt war er zu weit weg. Oh, warum springt er dann aus dem Lock? Ja, das wusste ich jetzt, dass er mich trifft. Ah, fuck it, ey. Ah, heilig! Ja. Boah, was war denn das? Was ist denn das? Ey, ich komme hier nicht weg. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich geb's zu. Okay, das war eigentlich ganz gut. Macht dann nur zweimal, ne? Ja. Aber jetzt war ich gestaggert. Dann kann ich es natürlich vergessen. Na, wie die Säulen, genau. Ja. Und wie die Säulen. Okay. Das war ganz gut. Boah. Ja! Mann, mach doch was! Ah, oh, ich komme nicht weg. Ich komme einfach nicht rechtzeitig weg. Oh. Komm. Hm. Hab ich den überhaupt getroffen? Nö, ne? Ich treffe ihn halt nicht, ne? Oh, ich habe ihn mal getroffen. Oh, dann macht er auch wenig Schaden. Doch, jetzt habe ich ihn auch mal getroffen. Komm! Boah, na endlich, ey. Boah. Puh. Ah, man muss ihn halt immer schön auf Distanz halten. Jetzt hatte ich auch genug Ladung. Ui, aber knapp ist es trotzdem geworden. Am Ende. Puh, na gut. Aller guten Dinge sind ja drei. Und das war gut. Na, auf jeden Fall. Eieieiei. Ja, die können einen hier doch noch ganz schön beschäftigen, die Jungs. Wobei ich es mir beim ersten Mal, bei meiner ersten Begegnung mit ihnen ja sogar noch schwerer gemacht habe. Und da ich ja nicht mal irgendwelche Zaubermützen am Ende habe ich denn mit Pyromantien um mich geworfen. Oh, das sah so krass aus hier. Nee, die Blechrüstung ist hier, glaube ich, nicht, weil die ja noch lebt. Aber die kann man dann später holen, wenn die Feuerhüterin hier das Zeitliche segnet. Na, ich muss erstmal das Herrschergefäß abholen. Ja, das machen wir, genau. Aber es ist nach wie vor ein geiler Kampf. Finde es auch ganz gut, dass der mich jetzt ein bisschen beschäftigt hat nochmal. Ne? Juhu. Thou hast journeyed far. Genau. Ja, ja. Gib mir das Gefäß. Ja, ja. Ich möchte eigentlich gar nicht knien. Ich bin ein respektloser Lump. Danke. Ja. Danke für die schöne Aussicht auch. Ja, diesmal werde ich die Aussicht auch so belassen. Ne? Sprich, also ich werde es hell lassen diesmal. Ne? Beim letzten Mal haben wir ja hier das Licht ausgemacht. Sprich, die Illusion aufgelöst. Das möchte ich diesmal nicht tun. Diesmal behalte ich die Illusion bei. Ja, so wie es eigentlich auch beabsichtigt war. Ne? Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen.